Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu InSound Mind. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind hier am Wartung Westflügel. Batterien sind voll und ich weiß schon, was passieren wird. Der Einkaufswagen mit der Puppe drin verschwindet. Ich weiß sogar schon mehr, was passieren wird, weil ich habe gerade eben schon aufgenommen. Aber Aufnahmeprogramm hat sich gedacht, nö, heute nicht. Ich bin aber nur ein ganz kleines Stück vorwärts gekommen. Also ich war hier, habe mir das durchgelesen. Sehr viel mehr habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich wurde... Ah, nee, ich sag's euch mal noch nicht. So, wir haben Batterie, wir haben Patrone. Bei Eintreffen am Tatort hatte sich die Verdächtige bereits selbst eine Stichwunde im Abdomen und eine tödliche Wunde quer durch ihren Hals zugefügt. Der Notarzt wurde gerufen und der Tatort wurde mit Polizeiband für die Untersuchung gesichert. Die Verdächtige wurde als Mrs. Virginia Rule identifiziert, die offensichtlich damit Probleme hatte, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und oder ihr eigenes Spiegelbild zu sehen. Sie wurde am Tatort. Mehr steht nicht da. Wie jetzt? Och Menno, als ich das gerade hier durchgelesen habe, war dieser Typ wieder hier, der uns die ganze Zeit schon erschrickt, aber ich bin so heftigst erschrocken. Warum ist er jetzt nicht mehr da? Weil ich es schon mal gesehen habe? Komisch. Mann, ich wollte es euch extra nicht verraten, dass ihr euch erschreckt. Ich wäre bestimmt auch nochmal erschrocken. Naja, wir gehen mal ans Telefon. Determination. I have to admit, to stab yourself in the gut and still have enough determination to pull out the glass and slice your own throat open. I almost want to stand up and give her a round of applause. Was für ein kranker Typ. Ich würde echt gerne wissen, wer das ist. So, hier gibt's glaube ich nichts weiter. Wir haben hier seltsame Sachen im... Ja, was ist das? Im Schrank liegen. Bin mir aber nicht ganz sicher, was das sein soll. Ach Menno, ich dachte, ihr könnt euch nochmal schön erschrecken. Dann halt nicht. So, was machen wir? Gehen wir in den Lagerraum oder gehen wir da hinten lang? Was sagt denn eigentlich die Quest? Locke die Beobachterin zu den Spiegeln. Einmal noch, wir haben noch 4 Pillen und Spielzeugabteilung. Wir brauchen die 4 Puppen. Sieht irgendwie verdammt gruselig aus. Da hinten ist die Puppe. Oh, da ist er wieder. Boah, hau ab, ey. Bei mir macht er halt immer nichts, aber man weiß es halt auch nie. Vielleicht... Oh Gott. Passiert hier irgendwas? Die Musik ist so aufbrausend. Da ist die Puppe. Gib mir die Puppe. Gib mir die Puppe. Ja, Bruderpuppe. Schnell raus hier. Ganz schnell raus. Tür ist wieder zu. Und gespeichert. Sehr gut. Ja, genau der Typ stand wirklich hier auf dieser Pappe. Und man guckt halt hier, man hat ja den Schnipsel so in der Hand und sieht nichts. Und geht raus aus der Ansicht und... Boah. Naja. Schade. So, wir haben hier noch... eine kleine Karte, wo wir gerade sind, aber ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt. Weil ich glaube, so langsam sind wir doch mit dem Homermarkt durch, ne? Ein Spiegel ist noch übrig. Ich glaube, wir haben auch fast alle Räume, bis auf das hier hinten, schon erkundet. Aber das sind auf jeden Fall alles irgendwie unnütze Sachen hier. So, ich nehme wieder Pistole in die Hand. Oder auch nicht. Besenschrank. Boah, ich möchte da nicht rein. Will da wirklich nicht. Komm, wir machen mal wieder zu. Da gehen wir nicht rein. Was haben wir hier? Jetzt drehe ich mich wieder die ganze Zeit um, weil ich denke, der Typ kommt, ne? So, wir haben noch eine Batterie. Gibt es hier noch mehr? Oh, hier oben geht's wieder lang. Weiß noch nicht, warum wir da lang müssen. Aber wir machen's. Ich wollte bloß nochmal schauen, aber hier ist anscheinend auch nichts mehr. Wir machen erstmal die Tür wieder zu. So, hier haben wir Licht. Wir brauchen die Scherbe. Irgendwas liegt hier.
Erhöht deine Ausdauer mit jeder dritten Pille. Geil, wir haben die. Hör irgendwas. I'm feeling bloated. 110, mehr geht nicht. Dann steckst dir doch ein für später. Okay, also mehr lag nicht, aber wir haben zumindest die Pille, das heißt, wir brauchen nur noch 3 Stück. War es das schon? War das der Grund, warum wir hier sein sollten? Kann ich hier runter? Ja. So, was haben wir hier vorne noch? War das schon wieder der Typ, oder? Ich habe ihn zum Glück nicht gesehen, sondern bloß den lilanen Schatten. Er soll abhauen. Wartung Zentralflügel. Gut, wir gehen doch erstmal in den Kühlraum. Boah, ist das gruselig. Wir haben hier eine Puppe, wir werden bestimmt gleich erschreckt. Ich wusste es. Nothing. Zündschlüssel? Worth a try. Irgendwas passiert hier? Ah, der hat die Kühlung angestellt. Kacke, was sollen wir tun? Au, 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 es wird kacke. Die Puppe will uns bestimmt irgendwas sagen, aber ich weiß nicht was. Nein! Gibt's hier irgendwas? Da vorne war was. Nee, das ist nur die Türklinke. Mist! Wir haben noch relativ viel Leben, aber... Hier muss doch was... Hier! Ah, Sicherung aus. Und nu? Schlüssel. Ah, alles klar. Danke. Er wollte uns den Schlüssel geben, die Puppe. Hey, got it. Geh auf. Au. Hat uns 9 Leben gekostet. Macht mir doch nicht so einen Stress. Also anscheinend will er uns doch nicht nur erschrecken. Er hat auch Bock, uns erfrieren zu lassen. Danke, Puppe. Ich habe nicht gecheckt, was du mir sagen wolltest. Aber die kann natürlich hier keinen Schlüssel hinlegen, wenn das Ding läuft. Das sieht mir schon wieder aus, als würde ein Tintenklecksmonster kommen. Es speichert schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Sag ich, ey, ich wusste es. Irgendwie passiert das immer hier bei dem Zeug. Die Frage ist halt, kommen die definitiv auf uns zu? Oh geil, das war auf jeden Fall ein Headshot. Und der andere ist noch nicht mal aggro. Also wir brauchen wirklich nur einen Schuss, wenn wir richtig zielen. Geilo. Ah, nee, doch nicht. Ja, wenn die dann einmal rennen, ist halt schwierig, ne? Wenn die einmal rennen, wird's schwierig. Weil dann kann man den Kopf nicht mehr so... Ach, super, das sagst du mir jetzt? Ja, aber hätte, macht ja Sinn. Hier ist ja auch so eine ausgelaufene Brühe. Das heißt, wir können in Zukunft wahrscheinlich einfach da drauf schießen. Ah, schon wieder viel zu viele Räume hier. Das sieht mir so aus, als sollte ich hochklettern. Oder auch nicht. Ich würde eigentlich gerne mal hier einen Schuss absetzen. Wollen wir das mal probieren? Komm, ein Schuss mehr oder weniger. Okay, war gar nicht so spannend, wie ich dachte. Aber zumindest ist das Zeug weg und wir müssen hier nicht immer an der Wand lang schleichen. Der Laderampe. Hier ist überall zu. Da oben ist er schon wieder. Im Kontrollhäuschen. Ich würde gerne mal wissen, was er für eine Rolle spielt. Wer er ist. Ob das der Anrufer ist, aber ich glaube nicht. Nee, da hat ja auch eine andere. Der hat doch auch schon mal mit uns geredet, oder? Ja, ich glaube, der hat ja schon mal gequatscht. Ich glaube, der hat eine andere Stimme. Naja. Wird auch nicht der Anrufer sein. Ich denke, das wird uns erst ganz am Ende aufgeklärt. So, also wir können Gabelstapler fahren. Das finde ich schon mal mega geil. Habe ich Bock drauf. Wir haben hier wieder explosive Sachen, die so auf Palette stehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Dinge höchstwahrscheinlich mit dem Gabelstapler nehmen. Da ist eine Puppe. Also ich würde jetzt denken, mit dem Gabelstapler die Dinger nehmen, irgendwie hier hinstellen, anschießen, Zaun kaputt, wir kommen rein.
Irgendwas ist auch noch hier oben. Naja, wir setzen uns mal rein und gucken mal, was passiert. Ah! Geil, jetzt habe ich mir hier übelst den Plan geschmiedet und dachte mir, geil, Gabelstapler fahren. Aber das Ding hat irgendwie von alleine gemanagt. Wir können das jetzt bestimmt hochfahren. Jo, das Tor scheint immer wieder zu klemmen und nicht aufzugehen, muss eine Störung der Stromversorgung sein. Vergiss am besten nicht den Trick mit dem Gabelstapler, den ich dir zeigte, aber sei bitte vorsichtig, Dave. Auf jeden Fall ein guter Trick, warum das Ding von alleine nach vorne düst, ist die andere Frage. Da ist vielleicht der Geist von Gabelstaplerfahrer Klaus drin. Ist auch schon ewig alt, ne? Weiß gar nicht wie viele Jahre, aber das ist doch bestimmt schon... Ist das schon 10 Jahre alt? Aber immer noch witzig. Muss ich mir nach der Folge gleich mal wieder reinziehen. Lange nicht gesehen. Na gut. Lagerhaus ist zu. Wir können jetzt sehr wahrscheinlich hier das Tor hochfahren. Dann machen wir das mal. Ich bin auf alles gefasst. Komme ich jetzt hier drüber auch da oben hin? Da lag doch noch was. Typ ist nicht mehr da. Jupp, sieht gut aus. Hallo? Keiner da. Fast du müde. Erhöht dein Tempo mit jeder dritten Pille. Wir brauchen bloß noch zwei. Batterien. Och, nicht immer Telefon. Ich mag das Telefon nicht. Bloodspiel in aisle 4. Bloodspiel in aisle 4. Somebody get a mop. And maybe... A better therapist. Dieses widerliche Gehuste immer. Hier ist auch zu. Also irgendwo haben wir eine Blutlache. Modernste Technik hier. Hat zumindest schon mal eine kabellose Maus. Irgendwie müssen wir auch noch hier hinkommen. Da ist eine... Achso, okay, wir können wahrscheinlich nicht außen rumlaufen. Ja, ich glaube, hier kommen wir durch. Haben wir so viel Taschenlampe verschwendet? Jetzt sind wir wieder auf 100. Anscheinend schon. Ach, hört doch auf. Wie oft denn noch? Nein! Oh... Geil. Kriege ich den von hier? Bisschen die Befürchtung, dass das nichts wird. Gesehen haben sie mich aber noch nicht. Frag mich, was würde denn passieren, wenn wir keine Muni mehr haben? Die jetzt irgendwo komplett verballert hätte. Beziehungsweise, wenn ich einfach keine aufgesammelt hätte und wir jetzt hier drin wären. Würde mich mal interessieren. So, ich würde die ganz gerne hier durchs Regal abballern. Lad schneller. Es leben immer noch beide. Mist. Hey, die gehen in Deckung, ne? Komm schon. Mist, ich treffe den nicht. Sag mal, wie viel hältst du denn aus? Boah. Meine Hand ist voll zittrig. Man hat es bestimmt beim Aim gesehen. Es ist aber auch schwierig, die ordentlich zu treffen. So, 15 HP haben wir nicht gebraucht. Wir haben echt viel Schuss verballert. Man überlegt, man hätte es auch mit Zweien geschafft. Can't take another bite. Wieder 15 HP. Kriege keinen Bissen mehr runter. Dann schnappst dir doch und nimm es mit, du Vollidiot. So, wir haben noch eine Puppe. Papa-Puppe. Eine brauchen wir noch. Was haben wir denn? Wir haben Papa, wir haben Mama, Bruder, Schwester noch, ne? Wollte noch mal ganz kurz schauen, aber hier sind wir nicht hochgekommen, oder? Auch nicht irgendwie über Gabelstapler und... Doch, das klappt. Wahrscheinlich wäre es hier hinten einfach hochgegangen. Ich dachte es mir, okay.
Also hier ist nichts weiter. Was haben wir? Entsorgungsraum. Ach nee, Tochterpuppe, Entschuldigung. Wir haben alle Spielzeuge. Aber gefühlt gibt es hier noch 1000 Räume zu sehen. Wie dramatisch. Sie nannte sich tatsächlich Abfall. Ich weiß nicht, warum dich das so überrascht. Also sie war halt anscheinend psychischer Abfall. Die Tür ist zu. Das ist schon mal gut. Ein Raum weniger, den wir uns anschauen müssen. Hier war noch irgendwas. Telefon. Detektylol. Erhöht deine List mit jeder dritten Pille. Geil, wir brauchen nur noch eine Pille. Ist es hier irgendwie zu dunkel drin? Gut, ich wollte das lassen. So, für tot erklärt. Nach Aussagen von Mitarbeitern und Kunden schien Mrs. Rule eine Panikattacke zu erleiden, die zum versehentlichen Zerbrechen eines Spiegels führte. Aufgrund der Fehlreaktionen der Menschen um sie herum eskalierte die Lage und Mrs. Rule nahm sich mit einer Glasscherbe des Spiegels das Leben. Es gab keine Anzeichen für ein Fehlverhalten anderer, allerdings vermute ich, dass sie mit einem der Mitarbeiter, ein gewisser David, eine Affäre hatte. Wer dazu noch Befragungen durchführen, benachrichtigt bla bla bla. Beziehung zum Opfer, die Mutter. Mrs. Gemma Rule. Und ihre Telefonnummer 257-4575. What was it you wrote in her file? Patient was encouraged to establish routine errands that would put her outside. Wow. No wonder her mother blames you. Ja, gut, aber was können wir denn dafür? Also man muss sich doch seiner Angst stellen. Liest man doch überall. Wenn du eine Angst hast, stell dich der Angst. Und du merkst, dass es gar nicht so schlimm ist. Also, wir jetzt schuld sind, weil wir ihr befohlen haben, sie soll... weil wir ihr befohlen haben, wieder einkaufen zu gehen? Weiß ja nicht. Was heißt befohlen haben? Wir haben ihr empfohlen. Hab ich befohlen gesagt? Ja, ihr wisst schon. So, zwei Türen haben wir noch. Wartung, Zentralflügel und... der Laderampe. Hier kommen wir wieder zurück. Genau, da müssen wir einmal noch hier vorne lang. Wir haben zwar jetzt prinzipiell alle Puppen. Aber uns fehlt immer noch... Jetzt. Das heißt doch bestimmt, hier kommen wieder Monster. Uns fehlt immer noch eine Pille, wollte ich sagen. Erstmal wieder Tür zu. Wie heißt das hier? Lagerhaus. Bloß, dass wir wieder zurückfinden. Achso, wir sind... Ach nee, wir sind wieder hier. Alles klar, also wir können zurück. Wir waren überall drin. So, wir müssen wieder hier hin. Da ist die Gute. Ja, sie hat uns schon gesehen. Na komm her. Komm her. Aua. Ey, warum? Ist sie jetzt... Au. Ey, die hat irgendwie... Die hat keine Angst mehr vor der Scherbe, oder was? Warum? Warum? Doch, jetzt. Oh, es hat einfach nicht funktioniert. Bam. Nochmal schnell eine reingehauen. Boah, ich dachte jetzt schon, die hat irgendwie die Angst vor der Scherbe verloren. Das wäre ja richtig krass. Zum Glück nicht. Hat nur irgendwie nicht hingehauen in dem Bereich. Hat uns ein bisschen Leben gekostet. Wir könnten... Wartet mal, ich habe eine Idee. Denn wir haben ja hier jetzt alles erkundet. Ich hoffe einfach mal, wir können jetzt hier durchrennen. Ohne, dass wir jetzt hier nochmal heftigst erschreckt werden. Wir haben keine Ausdauer mehr. Ja, wir haben jetzt 19 Leben oder sogar mehr. Wir hatten, glaube ich, über 100 verloren.
Dann würde ich mir ganz gern nochmal das Zeug schnappen, was hier rumlag. Snackety Snack. Und hier vorne war noch irgendwo Snackety Snack. Jawohl, dann sind wir wieder voll. Ist doch besser so, oder? Ein paar Sekunden hat es gekostet. Aber das lässt sich vergraben. Ah, hier war auch noch was. Wartung Ostflügel. Waren wir hier noch nicht? Ist hier noch irgendwas Neues? Weiß es nicht genau. Aber anscheinend, wenn hier zu war, waren wir hier noch nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir uns den Wartung Ostflügel in der nächsten Folge mal an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es bleibt spannend und morgen 16 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut.